Die Grundsteuer muss bis zum Jahresende reformiert werden. Die Gesetzentwürfe liegen bereits im Bundestag. In 2 Wochen finden dort die Expertenanhörungen statt. Was wir nicht brauchen, ist eine teure und vermurkste Reform der Grundsteuer. Denn was wir brauchen, ist allein eine solide Finanzierung der Städte und Gemeinden in Deutschland. Die müssen das Geld haben, um ihre Leistungen ordentlich erfüllen zu können. Seit gestern wissen wir, dass der Bund allein im ersten Halbjahr 17 Milliarden Euro mehr eingenommen hat als geplant. Das ist mehr Geld, als gebraucht wird, um die Gemeinden in Sachen Grundsteuer zu finanzieren. Deswegen fordern wir sofortige Abschaffung der Grundsteuer und Übernahme der Finanzierung der Kommunen durch den Bund.